Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne bei meinem Twitch-Kanal vorbei. Klickt dazu einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und lasst dort auch gerne ein Follow da. Ich denke mal, ich werde heute wieder streamen. Muss ich allerdings mal schauen. Ansonsten eigentlich generell fast jeden Tag ein Stream. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Omen-Skin wieder im Shop. Ist jetzt kein besonderer Skin, ist eigentlich relativ häufig im Shop. Dazu haben wir die Orakelhacke. Dann als nächstes den Kunia-Skin. War schon etwas länger, glaube ich, nicht mehr im Shop. Die männliche Version Kenji. Die Schnellschlag-Spitzhacke. Den Falkengleiter. Dann die Clown-Spitzhacke. Und als nächstes haben wir dann den Schneefuß-Skin. Ich glaube, das im Prinzip gehört zum Level 1-Skin in Season 7. Im Prinzip sieht zumindest relativ ähnlich aus. Vor allen Dingen die weibliche Variante, die sieht nämlich wirklich fast genauso aus wie der Level 1-Skin und ist so im Prinzip die weibliche Version einfach davon. Dann haben wir die umgekehrte Klinge dazu und den Schneeschnittgleiter. War alles auch schon relativ lange nicht mehr im Shop. Finde ich, sind aber relativ coole Skins eigentlich. Dann haben wir Vukuhila Fatzke. Der Skin war schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr im Shop drin. Glaube ich zumindest. Und ist eben halt so ein klassischer Berliner Skin. Dann haben wir die Sumpfjägerin. Heute eine neue Musik, und zwar Lockere Tage. Ist eine sehr, sehr entspannte Musik. Ich weiß gar nicht, wie der Emote dazu heißt. Also hier sieht man ja im Prinzip die Vorschau. Aber die Musik ist eigentlich ganz in Ordnung. Dann haben wir heute Tagtraum. Verdienter Sieg. Das Gegenteil im Prinzip zum Loser-Emote. Und Endlosrad. Ist leider kein Fortbewegungs-Emote. Wäre eigentlich schon echt cool gewesen, wäre das ein Fortbewegungs-Emote. Aber damals. Damals gab es sogar Fortbewegungs-Emotes, glaube ich schon. Weiß ich aber auch nicht ganz genau. Das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Heute mal kein ganz großer Shop wie gestern. Aber war ja auch gestern nur besonders wegen dem chinesischen Neujahr. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.